Pizza Hut. Come a little closer. Stadt rein und looten dann alles. So ist Quatschen. Und da wird es zugleich noch ein paar Runden Spellbreak. Ja, ich frag halt nur für was das Koop-mäßig ist. Einfach mal berichtet, dass der Orden Favonius nicht allein gegen Sturmschrecken vorgegangen ist. Sie hatten noch heimliche Hilfe. Es gibt also noch eine dritte Fraktion aus den Phantolen, den Ritterorden. Das sind aber keine guten Neuigkeiten. Es könnte eine gute Gelegenheit sein. Die Bewohner von Mondstadt wissen noch nicht, wer diese mysteriösen Leute sind. Wir können es so aussehen lassen, dass wir es waren, die geholfen haben, die Katastrophe zu bewältigen. Ich mache mir nur Sorgen, dass falls etwas schief geht, uns die Leute noch mehr misstrauen. Unsere Propagandaabteilung hat immer sehr gute Arbeit geleistet und die Leute wissen, wie stark die Fatui sind. Wer würde es wagen, uns in Frage zu stellen? Dann hoffen wir mal, dass der Plan funktioniert. Es gibt bestimmt keine Probleme. Mach dir keine Sorgen. Ja. Kann ich in jedes Haus rein? Nee, schade, das wird zu schön. So, nach schwarzer Hand. Was denkst du, was du machst? Wer bist du? Spitz! Herr Gozanisch! Wenn du mich auch nur etwas kennen würdest, würdest du dich von meinem Herrn fernhalten. Harnisch? Tja, natürlich. Du hast keine Ahnung. Ein Harnisch, also ein Leibwächter. Wir stecken ein, damit unsere Kunden es nicht müssen. Ich persönlich bevorzuge Söldner, aber da ich jetzt für die arbeite, bestehen sie auf Harnisch. Oh, Vater? Ich? Oh, ach, sie haben mich erschreckt. Wer bist du überhaupt? Wer ist dein Vater? Mein Familienname ist Gurtz. Dämmerts? Ich bin der Sohn des Inhabers des Grand Hotel Gurtz. Lass dich nicht von seinem netten Aussehen täuschen. Er lässt überhaupt nicht mit sich sprechen, wenn es um meine Hochzeit geht. Deswegen kann ich mitten in der Nacht auch nur... Warte, hat mein Vater dich geschickt, um mich zur Rede zu bringen? Dein Vater? Du willst meinen, das ist glaube ich Scheinfehler. Geh lieber, du geh schon. Ich bin so wach, wie man nur wach sein kann. Eine Katze. Meets, meets. Du kannst die Katzen mit Pfeil und Bogen abschießen. Weil die sind invisible. Great. Okay.
hast du überhaupt? Ja. Mit Controller. Löwensandschnaps. Willst du nicht reinkommen und dich setzen? Bei der Engelsgabe haben wir gerade Sonderpreise. Hast du derzeit irgendwelche Spezialitäten? Im Moment geben wir jedem Kunden einen kostenfreien Spieß mit Champignonhühnchen. Passt toll zu jedem Getränk. Danke, da habe ich erst 5 Wochen gemacht. Ja, nimm ein und setz dich. Ich verspreche dir, es wird dir gefallen. Komm, take a look. Be safe. May the animal Archon protect you. Was mache ich damit? So viel Text. Erzähl mir von der Engelsgabe. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das Weingut Morgenröte gerade seine Pforten öffnete. Der Inhaber hat es selbst finanziert. Heute gehört die Engelsgabe dem aktuellen Eigentümer des Weinguts Stilku. Die Geschäfte laufen immer besser. Es steht also nicht ohne Grund an der Spitze in ganz Mondstadt. Stilku springt auch gerne mal selbst als Wirt ein, wenn er Lust hat, und lässt Charles eine Pause machen. Falls du das Glück hast, ihm persönlich zu begegnen, während er gerade arbeitet, sollst du dich von deiner besten Seite zeigen. Immerhin ist er der Reist hier in Mondstadt. Erzähl mir von dir. Ich gebe dir einen gut gemeinten Rat. Du solltest nicht mit den Flaschen im Laden herumspielen, auch wenn sie noch so einfach aussehen. Die Flasche, die ich zerbrochen habe, war aus der Sammlung besonderer Weine des alten Inhabers. Siehst du die Villa da hinten? Damit will ich sagen, dass die Flasche Wein ungefähr so viel gekostet hat wie diese Villa. Ich habe das mal durchgerechnet. Ich habe nur 48 Jahre vor mir, um meine Schulden abzuarbeiten. Nahrungsaufnahme und Schlaf habe ich dabei noch nicht berücksichtigt. Es besteht also noch gewisse Hoffnung. Dann gehe ich mal lieber wieder an die Arbeit, damit ich mich freikaufen kann, solange ich noch lebe. Hahaha. Villa? Welche Villa? Hallo Kätzchen. We have a few specials today, Angel Share. Oh, man kann sogar eintreten. Jose mit den 6 Fingern. Warte. Hey, hallo, mein Freund. Man sieht, du hast Geschmack, wenn du vor mir stehen bleibst. Wie sieht's aus? Hast du Lust, meinen neuesten Werken zu lauschen? Ich habe wirklich alles dafür gegeben. Hast du jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Jemand, der so ähnlich aussieht wie du? Ein Verwandter von dir? Trinkt diese Person denn gerne mal ein Gläschen? Freunde von gutem Wein findet man gewöhnlich im Mondstadt. Und wenn man sich nach einer Tavernempfehlung umfragt, so wird man sicher Engelsgabe als Antwort bekommen. Ich passe genau auf, wer die Engelsgabe empfiehlt. Schließlich muss ich ja ein Auge auf potenzielle zukünftige Kundschaft halten. Ihr solltet jene Person jedoch keinen Alkohol trinken. Dann habe ich auch keinen Plan mehr. Tut mir leid. Bla 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 bla. Wer bist du? Du kannst mich einfach Jose mit den 6 Fingern nennen. Ich bin ein beliebter Bade hier im Mondstadt. Jedenfalls war ich mal beliebt. Was ist dein neuestes Werk?
Oder willst du die Ode an die morgendliche Brise hören? In dem Fall werde ich noch kurz meine Leier stummen. Tut mir leid, ich hatte schon lange kein Publikum mehr. Die Seiten scheinen wohl ein wenig. Vielleicht ein andermal? Ich hab das Gefühl, dass du ein ziemlich schlechter Bade bist. Warum wendet sich der Chat denn jedes Mal? Gibt es auch andere Baden in Mondstadt? Natürlich. Schließlich ist diese Stadt des Hirten Ganges. Bla 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 bla. Wie wird man Bade? Naja, ich wollte einer durch ausprobieren und durch das Verlangen danach berühmt zu werden. Oh, ich meine einen Wunsch, jeden Vergnügen zu bereiten. Ja, deswegen bin ich ein Bade. Warum liest du nicht erst einmal dieses Buch? Vielleicht kannst du es dann selbst herausfinden. Charles. Was kann ich dir heute bringen? Was weißt du über Sturmschrecken? Das hat uns auf jeden Fall Kopfschmerzen bereitet. Sturmschrecken hat unsere Versorgungsnoten eingeschränkt, also hat unser Angebot an Wein gelitten. Was Sturmschrecken selbst angeht, mache ich mir keine großen Sorgen. Die Leute, die sich mit Alkohol betäuben, haben einfach nur Panik. Wenn es wirklich ganz schlimm kommt, warten wir einfach, bis es Nacht wird. Dieser Ritter, der nur nachts in Erscheinung tritt, wird nicht tatenlos zusehen. Der nur nachts in Erscheinung tritt. Ein Geheimnis. Kannst du mir etwas empfehlen? Der Apfelwein des Weingut Morgenröt ist sozusagen eine Spezialität der Engelsgabe. Wenn du Lust hast, kann ich dir auch ein Getränk mischen. Das erste geht aufs Haus. Welche Sorte Alkohol ist die beste? Wenn du starken Wein magst, dann empfehle ich dir Tonachmittag. Das ist Truppenführers Kais Lieblingsgetränk. Aber der stärkste Wein, den ich kenne, muss Feuerwasser sein. Er kommt aus Nisnania und wurde von Händlern von dort nach Mondstadt gebracht, aber Meister Diluc importiert ihn nicht mehr, weil er sagt, dass es dem Geschmack der Leute hier nicht entspricht. Die einzige übrige Flasche ist aus dem ursprünglichen Laden, aber sie ist nur zu Ausstellungszwecken gedacht, also musst du nach Nisnania gehen, wenn du den Wein probieren willst. Erzähl mir von dir. Du interessierst dich für mich? Ich muss mittlerweile schon mehr als 10 Jahre hier arbeiten. Wie die anderen hier bin ich auch direkt beim Weingut Morgenkröte angestellt. Persönlich interessiere ich mich gar nicht so für Alkohol. Es ist einfach nur mein Beruf. Bei mir ist es aber nicht so wild wie bei Diona von der Taverne zum Katzenschwanz. Sie soll Alkohol nicht ausstehen können. Manchmal übernimmt Diluc, der Besitzer des Weinguts, eine Schicht für mich. Ich habe sonst kaum Ferien. Da freue ich mich jedes Mal, wenn Diluc sich bereit erklärt. Ich hätte gerne ein paar Getränke. Hier ist unsere Speisekarte. Wenn du dich entschieden hast, sag mir Bescheid. What? Wow, ich habe 73.000 Geld schon. Gönn ich mir mal einen schönen Saft. Beerenminze, Spritz, Apfelschorle. Sind Buffs, okay. Ist ja gar kein Alkohol drin. Voll Saft. Can't give up. Even if you are a close friend, I need to learn to handle my booze better. Für 3 Äpfel will ich mir einen Rohr geben. Was denkst du? Gut? Wer ist sie? Frag wer? Keine Ahnung, was sie sich denkt. Jeden Tag will sie falsch hin und sagt, wir kennen sie schon so gut. Für einen Rohr kann ich doch keine 3 Äpfel verkaufen. Stimmt doch, nicht wahr? Du bist langweilig, können. Abenteurer. Right. I need to learn to handle my booze better. Ist aber eindeutig ein Typ, oder nicht? Hier sind so ein paar Übersetzungsfehler auch drin. Er hat der Sturm plötzlich gestoppt. Ist das nicht gut? Nein. Es ist gut, dass sie angehalten haben, ja.
Aber es kommt so plötzlich. Wir haben ja so viele Notfallpläne ausgedacht. Werden wir keinen einzigen davon einsetzen können? Meine Notfallpläne beinhalten aber Wege, um Menschen in die Wildnis zu verteilen, um die Stürme zu vermeiden, ihnen beizubringen, wie man überlebt. Wir werden ihnen beibringen, einfach Lager zu errichten, Schädlinge zu bekämpfen, Bestien und Monster aus dem Weg zu gehen. Ah, egal, es ist besser innerhalb der Mauer sicher zu bleiben, als es draußen zu riskieren. Ah ja, manche unserer mittleren Abenteurer haben mich informiert, dass sich im Flüsterwald Monster versammelten. Flüsterwald? Fast jeder ist draußen in der Mitte und ich muss hier bleiben und ihm der Wähler geben. Also na, kann ich drauf zählen, dass du die Monster beseitigst? What, du kennst mich gar nicht. Ich werde das übernehmen. Dann werde ich dir das überlassen. Mach dir keine Sorgen, du wirst fern gelohnt. Okay. Aha, eine Quest. I need to learn to handle my booze better. Wo ist Bernhard denn jetzt hier wieder? Hoffentlich passiert nichts. Check. Hallo, ich bin. Hallo, ich immer schon wieder echt eine Art zu trinken. Willst du mitmachen? Was trinkst du denn gerne? Oh, ich trinke gerne Bier, aber auch nicht für mein Leben gern. Aber ein mittelloser Abenteurer bleibt keine Wahl. Solange man sich damit gut mehr trinken kann, ist es egal, was es ist. Oh, tatsächlich. Tagesrhythmus hat sich geändert, jetzt sind die anderen NPCs. Willst du einen mittrinken? Komm, setz dich. Schmeckt's? Die Frau ist überflüssig. Der Wein, der mit dem Wasser des Mondsees hergestellt wird, ist in ganz Teviat bekannt. Du solltest einfach einen Schluck. Oh, jetzt fällt mir auf, du warst noch gar nicht trinken. Welcome to the Adventurers Guild. Kann man nicht weiter holen? Ah, es ist hell. Ah! Ich bin Sandy, solltest du diesen Namen merken, du wirst dir sicherlich meine Abenteuergeschichten anhören, oder? Abenteuergeschichten? Wer bist du? Stanley, ich bin Stanley. Wie kannst du dich ein Abenteuer schreiben, wenn du nicht einmal meinen Namen kennst? Ich bin eine lebende Legende in der Abenteuergilde. Ich habe das Maradjuri und die Siedequellenfilde durchquert. Über mich kann man tagelang erzählen und hätte immer noch Stoff für mehr. Das Maradjuri? Du stellst die richtigen Fragen. Das ist der interessanteste Teil meiner Heldengeschichte. In der hintersten Ecke des Landes gibt es einen Fleck, wo kein Büschel Gras mehr wächst. Dort herrscht nichts als gärende Einsamkeit. Und man sieht nur ein riesiges Meer aus Asche. Bla 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 bla. Auf einmal schuf das Ungeheuer einen riesigen Wirbel aus der Asche und ich ergriff die Hand meines Begleiters, um ihn zu retten. Bla 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 bla. Leider konnte ich nur als Einziger überleben. So kehrte ich in meine Heimat zurück. Tränen in meinen Augen, die vom Wind der Mondstadt wieder getrocknet wurden. Hä? Wieso hast du deine Augen geschlossen? Hey du, wach auf! Oh, ein Hund. Hallo, Wuff Wuff. Ja, lauf weg und mach dich fertig. Warum verkauft sich nichts? Was verkauft sich nicht? Schmuck. Obwohl ich das alles persönlich vom Warenhaus Mixinging im Hafen von Rio mitgebracht habe. Das ist nur die beste Ware. Sieh sie dir doch mal an. Du ziehst dich vor mich an. Bist du ein Reisender? Na gut. Ich denke mal, du erzählst mir jetzt, dass sie dir auf deinen Reisen sowieso nichts von Nützen sein werden, richtig? Ah, ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, ich könnte die Umsätze steigern, indem ich nach Mondstadt ziehe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Leute hier eher ihr letzten Moral in der Taverne ausgeben würden, als einen Blick auf das zu werfen, was ich verkaufe. Vielleicht können sie es sich nicht leisten? Ich nehme an, ich liebe alles mal so wohlhabend wie in Leo. Was hast du denn für Juweliere? Was verkaufst du hier? Schau dich um und du wirst es sehen. Hochwertige Waren zu niedrigen, sehr niedrigen Preisen, direkt aus Leo. Okay. Keine Ahnung, was das ist.
once. Welcome to the... You've had your eye on her, eh? Has she been causing some mischief? Paimon, bist du betrunken? Oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for great adventurers is part of my job. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with her. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you saying we're like official adventurers now? Adventurers? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Ich will jetzt gleich meine Vorteile. New recruits these days certainly do not beat around the bush. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim rewards in the future. Without further ado, please allow me to officially... Here is your adventurer handbook. Sieht aber eher aus wie ein Werbeheft. It is, in a way. But it has some practical uses too. It has a record of available commissions and rewards. And it is also proof of your membership. Oh, and one more thing. Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Impressive feats? Sounds like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Ad Astra Abyssosk, Adventurer. With ever... Lege ein Figur 4 Artefakt an. Sehe ich denn die Stufe? Hier scheint mit einem merkwürdigen Siegel verschlossen zu sein. Was ist das nur für ein Ort? So. Gehen wir mal da hoch.
Hey, hier ist Alfri von der Abteilung der Informationsbeschaffung der Abenteurergilde. Hast du wichtige Informationen, die du mir mitteilen willst? Hast du jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Ich kenne dich. Du bist die Fremde, die gerade im Mondschlag eingetroffen ist, nicht wahr? Ich habe schon seit deiner Ankunft ein Auge auf dich geworfen. Du willst also sagen, dass es noch eine Person wie dich gibt? Eine Reisende? Aus einem fremden Land? Wie seltsam, dass es Menschen in Teyvat gibt, über die ich nichts wusste. So, ein bisschen. Schneller. Wir haben es fast geschafft. Easy Game. Brauche ich sie oben lenken, Devil. Legendary. Vermisst, gesucht, junger Mann, blondes, exotische Kleidung. Was macht das denn hier oben? Beim Häschel gibt es neue Menüs. Es gibt 10% Rabatt auf den Gesamtpreis beim Kauf eines sättigenden Salats und einer Portion Honigmöhrenfleischpfanne. Überall gibt es Sachen. Was ist das für eine Kirche? Ich finde es echt schwer, irgendwas richtig zu verfolgen, weil es überall in jeder Ecke irgendwas zu erkunden gibt. Ja, aber so komme ich halt nicht voran mit Levels. Ich bin auf Level 16. Ich werde es noch als Deutsch vor noch ein, zwei Tagen, bis wir zusammen sein können. Um ehrlich zu sein. Was gibt's? Tut mir leid, ich bin ganz verschwitzt. Was ist das für ein Kampfstil? Ach, ich imitiere nur Janes Technik. Jedes Mal, wenn sie ihr Schwert zieht, sieht man genau, dass sie das Zeug zur Anführerin hat. Eine solche Technik werden sicherlich nur Leute mit einem starken Geist anwenden können, oder? Ich darf demnach nicht einfach nur reine Kraft trainieren. Ich muss mich jetzt auch auf die Stärke meines Geistes konzentrieren. Das ist so.